Geht auf 1. Geht auf die 1. Zerstört, geiles Album. Genau die Mucke, die Vega machen muss. Genau sein Style. Lieber bleib ich Bro. Chaos, Frankfurt. Album wird auf jeden Fall saugeil, abwechslungsreich. Und ich sag's, geht auf die 1. Vega geht 1, Vega hat die 1 verdient. Außer Vega verdient sie keine. Die Musik kannte ich natürlich schon. Und hatte etwas Sorge, ob das Gesamtpaket funktionieren wird. Mit Videos, mit allem, mit Präsentationen, mit Logos etc. Es muss ja wirklich alles zusammenpassen, perfekt sein. Und ich habe jetzt in der Tat den Eindruck, es ist perfekt. Die Videos sind unglaublich. Die Stimmung passt genau zur Musik. Und ich bin ein Perfektionist. Ich finde eigentlich immer etwas auszusetzen. Und dieses Mal fällt es selbst mir wirklich schwer, etwas zu finden, was nicht passt. Also ich denke, Chaos wird ein unglaublicher Hammer im Deutschrap. Also was ich das gehört habe, war auf jeden Fall sehr Gänsehaut. Es ist wieder sehr intensiv. So, Vega spielt seine Stärken aus und ich glaube, es wird noch ein bisschen abwechslungsreicher als die vorigen Alben. Ein bisschen, ein Tick, eine Schippe draufgelegt, so offensichtlich. Also was ich gesehen habe bis jetzt, überragend, vor allem das letzte Video, wie hieß es, Raus mit dir? Ja. Raus mit dir ist krass, also Vega nochmal eine Schippe höher. Ich hoffe natürlich, letztes Album war auf Platz. 2. Auf jeden Fall, ich hoffe 1. Mein Bruder Vega gibt euch Böse aus Frankfurt. Peace, wow. Ich muss nicht irgendwie lang umreden, ich muss nicht glauben, wie es wird, ich weiß ja, wie es geworden ist, ich habe ja ein bisschen schon reingehört. Das Album ist ein Brett so, für alle Leute, die von Anfang an dabei waren, für alle lieber broke bleibenden Menschen. Es ist sehr Hip-Hop-lastig, es hat trotzdem alles mit dabei, das aber was mir die letzten, also das letzte Album, speziell das letzte Album gefehlt hat, ist jetzt wieder mit drinnen so. 1-3, 1-2, Bruder. Ich war vom ersten, zweiten Song schon geflasht. Wie gesagt, wir haben die Videos dazu gemacht, konnten das Ganze von Anfang an begleiten und er hat sich, es war ein Quantensprung. Also da liegt ein Universum zwischen dem Album vorher und dem jetzt. Da ist viel mehr Liebe drin, viel mehr Kraft, viel mehr Zeit, viel mehr Geld, größeres Team. Überall, wo man einen draufsetzen konnte, hat er meiner Meinung nach einen draufgesetzt. Das ist Chaos. Chaos. Von der musikalischen Seite her wird es auf jeden Fall ein sehr vielfältiges Album, wenn vielleicht nicht das vielfältigste, auf jeden Fall das musikalischste. Und ich denke mal, von dem ganzen Drumherum her wird es auch einfach das Album, wo am meisten Arbeit, am meisten Liebe und am meisten Action drin steckt. Ja. Und es wurde ja einfach quasi das komplette Team um uns herum wurde ja ausgetauscht, ja. Und es wurde mit vielen neuen Produzenten zusammengearbeitet, mit neuen Videoleuten zusammengearbeitet, neues Management und so weiter und so fort. Und ich denke mal, dass das die Leute auf jeden Fall merken werden, dass es auf jeden Fall anders wird. Und ich denke auch definitiv besser, auch wenn ich kein Vega-Album irgendwie schlecht finde oder sonst irgendwas. Aber das, was ich bis jetzt kenne von den Songs, ist auf jeden Fall ein sehr starkes Stück Musik. Chaos wird unglaublich. Chaos wird einfach der Wahnsinn. Ich glaube, die Leute werden so darauf abfahren. Das ist Hip-Hop. Wie wird Chaos? Ey, weltverändernd, unendlich groß. Die sollen alle mal ihren Kopf zumachen, weil das wird zu hart.